Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie ich diese tolle Illusionstorte gemacht habe mit der schönen Hibiskusblüte oben drauf. In diesem Video zeige ich nicht mehr, wie ich die Kuchen gebacken habe und die Füllungen hergestellt habe. Und jetzt starten wir direkt mit dem Füllen und Einstreichen der unteren Torte. Ich habe hier mein Wunderkuchenrezept genommen, das anderthalbfache Rezept gebacken und in einer 18x18 cm großen Backform gebacken. Den Wunderkuchen habe ich dann in der Mitte einmal geteilt und dann mit meiner Joghurtte-Ganache gefüllt. Das Rezept bzw. den Rezeptlink findet ihr unten in der Infobox oder auf meiner Internetseite www.candy-cake.de. Ich gebe dann meinen Boden auf die Füllung oben drauf, drücke den etwas fest und dann streiche ich noch in die Lücken noch etwas Füllung rein, sodass alles lückenlos ist. Wenn ich die Torte dann gefüllt habe, streiche ich sie mit der ersten Schicht Zartbitterganache ein, um die Krümel zu binden. Das muss dann hier noch nicht ganz so glatt abgezogen werden, da ja nochmal eine zweite Schicht Ganache draufkommt. Die Torte wandert jetzt für mindestens 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank, damit die gut anziehen kann, und in der Zwischenzeit mache ich mit der oberen Torte weiter. Für die obere Torte habe ich auch meinen Wunderkuchen genommen und in einer 16x16 cm Backform gebacken, auch mit einer Joghurtten-Ganache gefüllt und mit der Zartbitter-Ganache eingestrichen. Nachdem ich sie dann gefüllt hatte und eingestrichen, ist sie dann auch für mindestens 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank gewandert. Nach 1,5 Stunden habe ich mir dann die untere Torte genommen und habe sie dann mit der zweiten Schicht Ganache eingestrichen, sodass sie dann auch schön glatt ist. Als ich dann mit dem Ergebnis soweit zufrieden war, habe ich die Torte in den Kühlschrank zurückgestellt, habe mir dann die obere Torte geschnappt und habe auch diese dann mit der zweiten Schicht Ganache eingestrichen. Hier, als ich mit dem Ergebnis zufrieden war, habe ich die kleine Torte wieder zurück in den Kühlschrank gestellt, habe mir dann die untere Torte wieder genommen und habe diese dann angefangen mit Fondant einzudecken. Ich habe jetzt weißen Fondant relativ dünn ausgerollt. Das habe ich bewusst gemacht, da ja noch Elemente drüber kommen. Und daher kann es auch sein, dass eventuelle Macken reinkommen oder mal die Ganache darunter sieht, was aber in dem Fall kein Problem ist, weil ja noch Elemente darüber kommen. Und jetzt fahre ich mit der Handkante an dem Fondant runter, gehe dann noch mit meinem Glätter drüber und streiche sie noch glatt und schneide dann den überschüssigen Fondant an den Kanten ab. Ich werde oft gefragt, was für ein Fondant ich benutze, und ich benutze ausschließlich den von Patty Versand. Mit dem bin ich sehr zufrieden, auch bei heißen Temperaturen. An diesem Tag, wo ich diese Torte gemacht habe, hatte es 30 Grad und es funktioniert immer tipptopp. Also absolut, ich würde auch nichts anderes nehmen. Ich verlinke euch den Fondant gerade unten in der Infobox. Als nächstes stiche ich mir mit dem Cutter die Rauten aus. Den Cutter gibt es auch bei Patty Versand, den verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Ich fange an mit Weiß und das funktioniert ganz einfach. Ich habe jetzt hier den weißen Fondant mal ausgerollt und den habe ich aber erst 10 Minuten liegen lassen, also ausgerollt, 10 Minuten liegen lassen, und dann drücke ich mir den Cutter in den Fondant rein. Und ja, und dann lege ich mir die Elemente auf ein, legt er die auf, also ich habe es jetzt auf den Kuchenretter gelegt und lasse sie dann nochmal antrocknen, dass sie etwas fester werden, dass wenn ich die an der Torte befestigen möchte, dass die dann, dass man sie besser heben kann, dass sie sich nicht verziehen. Dasselbe mache ich dann noch mit gelbem Fondant und mit grauem Fondant. Ich stiche mir die Elemente aus und lege sie dann auch noch beiseite, dass sie etwas antrocknen können.
Wenn dann genügend Elemente ausgestochen und angetrocknet sind, kann es ans Anbringen an der Torte gehen. Ich habe dann den Unterbereich erstmal mit essbarem Kleber eingepinselt. Hier habe ich den von Patty Versand ausprobiert. Zum ersten Mal, also muss ich sagen, ich war total begeistert. Ich werde den in Zukunft weiternehmen. Ich verlinke euch den auch mal unten in der Infobox. Dann habe ich mir die gelben Elemente genommen und in der Mitte geteilt. Und diese habe ich dann unten als unterste Reihe an der Torte angebracht. Ich habe erst angefangen, nur eine Seite damit zu bekleben und wollte mich nach oben arbeiten. Und dann habe ich aber festgestellt, dass es besser ist, wenn man komplett die Torte rundherum um die Torte rumrum arbeitet und dann Reihe für Reihe sich nach oben arbeitet. Als nächstes bin ich eben hingegangen und habe dann ein graues Element genommen. Das habe ich dann, wie ihr seht, senkrecht hingestellt. Ja, ich nenne es jetzt mal senkrecht. Und dann habe ich ein weißes Element genommen und das Gegenstück im Prinzip dazu und hingestellt. Und dann wieder ein graues Element und dann wieder ein weißes Element. Und so ging es dann eben weiter. Hier habe ich jetzt eben weitergemacht und habe dann erstmal die Umrandung mit den gelben komplett rundherum gemacht und dann auch die nächste Ebene mit den grauen, mit den weißen auch komplett erstmal rundherum. Als nächstes kamen wieder die gelben zum Einsatz, aber die wurden diesmal nicht geteilt, die kamen im Ganzen zum Einsatz und die wurden jetzt auch wieder rundherum eingesetzt und ja, da guckt man, dass es auch wieder schön sitzt und ja, eigentlich viel zu erklären gibt es da nicht. Schön anpassen und dann geht es nachher wieder weiter mit der nächsten Reihe. Kommen jetzt wieder die grauen und die weißen Elemente zum Einsatz. Allerdings muss man jetzt hier drauf achten, dass da, wo ein weißes Element unten sitzt, gegenüber ein graues sitzt und bei den grauen unten ein weißes gegenüber. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber wenn ihr die unteren Reihe anschaut, wo weiß-grau sitzt, immer gegenüber dann das Gegenteil sitzt. Also wenn unten weiß ist, oben ein graues und wenn unten ein graues ist, oben ein weißes. Und das Ganze macht er natürlich jetzt wieder einmal komplett rundherum. Bei der obersten Reihe ist es dann so, dass er wieder das Grau-Weiß das Gegenteil wieder ansetzt, also Grau gegenüber Weiß und bei Weiß gegenüber Grau. Das Überstehende schneidet ihr dann mit einer Schere ab und dann das Feine mit dem Cutter noch abschneidet. Wenn ihr das versucht mit dem Cutter direkt abzuschneiden, wird es nicht schön, weil dann verzieht sich der Fondant. Ich habe das auch erst probiert, aber das verzieht sich also dann mit einer Schere. Also ich habe dafür eine spezielle Schere, wo ich nur für den Fondant benutze und dann habe ich das damit abgeschnitten und dann einfach die Feinheiten mit dem Cutter noch abschneiden. Als nächstes habe ich mir dann meine kleine Torte wieder aus dem Kühlschrank geholt, habe mir gelben Fondant ausgerollt und gebe dann meinen Fondant über die Torte drüber, streiche dann diese mit der Handkante wieder glatt, gehe mit meinem Glätter drüber, schneide dann den überschüssigen Fondant wieder ab und glätte sie dann wieder. An dieser Torte schneide ich den Fondant jetzt nicht bündig ab. Ich lege etwas Backpapier auf den Fondant, dann einen Kuchenretter oben drauf, drehe meine Torte um und klappe dann den Fondant nach innen auf die Torte um und dann drehe ich das Ganze wieder zurück. So habe ich einen relativ guten Abschluss und da ich ja nachher wieder Elemente an der Torte anbringen möchte. Und dann drehe ich das Ganze jetzt eben wieder zurück und somit ist das auch schon erledigt. Ich habe mir dann meine untere Torte genommen, habe dann meine Tortepappe genommen zum Einzeichnen, wo ich meine Torte positionieren möchte und habe mir diese dann mit meinem Modelliertool eingezeichnet.
Ich habe dann mir meine Cocktailstrohhalme, die als Tortenstütze dienen, zur Hand genommen, diese in die Torte gesteckt und auf die Länge gekürzt in der Höhe der Torte. Dann habe ich etwas Ganache auf die Torte gestrichen und darauf habe ich dann die Tortepappe gelegt. Ich musste das tun, da ich unter meiner kleinen Torte keine Tortepappe hatte. Hatte ich leider vergessen, aber war in dem Fall kein Problem. Ist aber wichtig, dass man eine Tortepappe drunter hat, sonst rutscht einem ja die Torte trotzdem durch. Also ist wichtig, dass ein Zwischenboden dazwischen. Dann habe ich nochmal Ganache auf die Tortepappe gegeben und darauf kommt jetzt meine kleine Torte. Da geht es dann wieder mit dem Anbringen von den Elementen an der kleinen Torte. Ich fange dann wieder an mit einer Reihe von halben Elementen, von den gelben rundherum und dann wieder mit einer Reihe oder mit den Reihen von den grau-weißen Elementen. Aber da mache ich nicht weiter bis ganz oben, sondern wirklich nur eine Reihe von den halben gelben und eine Reihe von den grau-weißen und dann mache ich Schluss damit. Wer möchte, könnte natürlich die komplette Torte dann noch bis oben wieder das Eindecken so. Ich wollte das aber in dem Fall nicht, aber es ist ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Zu guter Letzt kommt jetzt noch die Hibiskusblüte drauf. Die habe ich auch von Patti Versand und hier seht ihr, wie ich auspacke. Also die ist wirklich super eingepackt, wenn man die bestellt und die nehme ich jetzt raus und da ist unten auch ein Stiel dran, womit ich die dann super in die Torte reinstecken kann. Ich habe dann erst geschaut, wie ich die Blumen positionieren möchte. Dann habe ich mir einen Schaschlikspieß genommen und habe dann erstmal in die Torte hineingestochen. Und da habe ich dann den Stiel von der Hibiskusblüte hineingesteckt. Und nun ist die Torte auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Zu den Produkten, die ich verwendet habe, findet ihr unten in der Infobox einen Link dazu. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich natürlich super freuen. Über ein Abo natürlich auch. Und dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Also, bis dann. Tschüss.